Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, der Planet brennt und wir haben gesagt, wir machen heute was Leichtes. Es gibt Meeresfrucht, quasi Lachs, auf Asiatisch. Und bevor jetzt wieder Mimimi kommt, ja, das ist jetzt Bobby-Asiatisch, ne? Also nehmt das bitte nicht so genau. Es ist aber ein geiles Rezept und es schmeckt sehr, sehr geil. Wir machen Lachs auf dem Zedernbrett auf dem Gasgrill und dazu gibt es eine Asia-Pasta quasi. Also China-Nudeln in schnell zusammengeschmissen. Ganz, ganz leichtes Gericht. Perfekt für den Sommer. Ihr braucht ein paar Zutaten, aber es wird unheimlich, unheimlich lecker. Lecker ist auch ein gutes Stichwort. Unser Kanal ist unheimlich lecker. Wer jetzt noch kein Abo auf unserem kleinen asiatischen Bobby-Kanal hinterlassen hat, der kann doch jetzt mal die Zeit nutzen und kurz mal ein Abo geben, oder? Und einmal Asia-Bobby, Hashtag Asia-Bobby, unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr wissen wollt, wie unser Asia-Lachs mit Nudeln funktioniert, dann bleibt einfach dran. Zack, Zutaten, Freunde. Was brauchen wir für unseren schönen Lachs auf Asianudeln? Wir brauchen natürlich erstmal Lachs. Ich habe hier ein wunderschönes Lachsfilet. Aquakultur aus Norwegen, Fleischer und der Koch, Freunde. Ihr seht das jetzt nicht, weil es jetzt gerade nicht hier ist. Es ist nämlich noch viel zu warm für unseren Lachs. Den schneide ich auch gleich in Portionchen. Ist jetzt gerade auf Eis. Zeige euch, wenn wir soweit sind. Und dann brauchen wir ein bisschen was an Zutaten für Marinade und auch gleichzeitig unsere Pasta-Soße quasi, die wir heute kreieren. Dazu hier erstmal ein bisschen Koriander, ungefähr eine Handvoll. Wir brauchen ordentlich Limetten. Etwas Lauchzwiebel, ein bisschen Knoblauch. Wir haben hier Röstzwiebeln, Zitronen. Dann haben wir Sesam, den haben wir schon mal ein bisschen kurz auf der Pfanne angebraten. Dann brauchen wir ein Süßchen und Likörchen quasi, Ahornsirup. Wir brauchen Reisessig, ich muss das jetzt alles ablesen, weil ich kann das auch nicht sehen. Bisschen Fischsoße, bisschen Austernsoße, etwas Sojasoße, das ist jetzt egal, ob ihr die helle oder die dunkle nehmt. Ich brauche ein wenig Sweet Chili Soße. Ich habe jetzt hier meine selbstgemachte, ihr könnt die natürlich auch kaufen, wenn ihr die selber machen wollt. Ich habe ein geiles Burger-Video mit einer Sweet Chili Soße gemacht, verlinke ich euch gerne hier oben. Wir brauchen Sprossen und wer gute Sprossen liebt, braucht ein Sprossenzuchtgerät. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, wa? Aber hier, zack, wir haben Sprossen und zwar meine ersten eigenen angebauten Sprossen mit diesen Sprossenzüchtern von Gefu. Ist eine geile Geschichte, es funktioniert wirklich. Dann brauchen wir noch ein bisschen Asian-Nudeln. Dann nehmt ihr welche ihr habt oder bekommt. Die brauchen nur 2-3 Minuten, die machen sich sehr, sehr gut. An weiteren Zutaten brauchen wir noch eine geile Reibe für Zeste von Limetten. Wir brauchen einen Speedwing und ich habe gesagt Zedernholz. Wir brauchen natürlich Zedernholzplanken. Auch die bekommt ihr bei Gefu und hier bei den Gefu-Geschichten bitte nicht vergessen. Mit dem Gutscheincode BARBECUE20 gibt es 20% auf meinen Nacken bei Gefu. Ne? Unbedingt mal auschecken, die Dinger könnt ihr immer gebrauchen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Asia-Bierchen. Bierchen ist kalt heute. Prost auf euch. Denn auch zum Asia-Lachs auf Asia-Nudeln. Schmeckt jedes Bier besser auf 030 Barbecue-Glas. Werbung Ende. Los geht's. Also, durchstarten. Wie gesagt, bevor ich den Lachs raushole, machen wir erstmal jetzt die Marinade / Pasta-Soße. Wenn die fertig ist, dann können wir auch den Lachs rausholen. Dann geht das auch alles relativ schnell am Ende. Wir brauchen halt ein paar Zutaten, aber das lohnt sich tatsächlich. Wir starten erstmal durch. Koriander, circa eine Handvoll. Ab hier in den Speedwing, das machen wir ein bisschen klein, da können wir gleich schon unseren Knoblauch dazu packen. Genaue Mengenangaben, so wie alle unsere Gutscheincodes, wie immer unten in der Infobox. Ne? Und hier mal kurz klein gezogen. Zack, oh guck mal, so sieht das aus, das reicht uns auch völlig aus. Das löffeln wir uns jetzt schon mal in unsere Schale mit rein. Schön grün, Koriander. Und Knoblauch riecht auch schon fantastisch zusammen. Das muss jetzt auch, wie gesagt, gar nicht alle klein sein. Es wird ja am Ende eine Marinade. Und die Soße, da macht das auch nicht, wenn der Knoblauch ein bisschen größer ist. Da gehen jetzt unsere ersten Flüssiganteile rein. Wir brauchen jetzt hier, nee, ich brauche Esslöffel tatsächlich. 4 Esslöffel von unserer Sweet Chili Soße. Ungefähr, ne? Macht das natürlich frei nach Schnauze am Ende. 2, 3, zack, 4. Darauf gehen jetzt 4 Esslöffel Sojasauce. Ja, das kann ich mir fast noch merken, 2 mal 4. 1, 2, 3, 4. So, 3 Esslöffel Ahornsirup für ordentlich Sweetness. Ihr könnt da natürlich optional auch Honig nehmen. Ahornsirup war jetzt für mich aber besser, weil der flüssig ist und mein Honig ist gerade noch ein bisschen hart. So, 3 Esslöffel, naja, so 3,5. Ein bisschen Sweetness. Zack. Ah, jetzt kommen wir in die 2 Esslöffel Fraktion, also 2 Esslöffel Reisweinessig.
Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr jetzt bestimmt auch einen normalen Essig nehmen. Bin mir ja nicht so sicher, was das für einen Unterschied macht. Aber ungefähr 2 Esslöffel Reisweinessig, wir sind ja asiatisch. So, 2 Esslöffel Fischsoße. Die fand ich im Rezept erstmal ein bisschen überwältigend eigentlich. Da müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr drauf steht. Ah, wir machen so, ich sag mal so 2 kleine Esslöffel. Rantasten, Freunde, immer rantasten. Und 2 Esslöffel von der Oystersoße. Das dauert immer länger, weil die ist ja relativ dicke. Zack, jetzt mal bitte Hashtag Dicke unten in die Kommentare. Guck mal, da müssen wir, ich bastel mal. Also stellt euch vor, 2 Esslöffel da rein. Ja, also hat funktioniert. Ne? Jetzt sind die flüssigen Teile schon fast abgearbeitet, bis auf den Saft dieses wunderschönen Kerlchens hier. Der muss da auch noch rein, aber vorher möchten wir seine Haut. Naja, ich würde sagen, ihr nehmt von 2 Limetten den Abrieb oder die Zeste. Ne? Vorsicht, immer nicht so viel aufs Weiße, immer viel von dem Grünen abreiben. Macht das mal kurz hier mit 2 Limetten, Kameraden. Ja, das habe ich gerade gesehen, unser Freund hatte so viel Haut, da reicht tatsächlich eine Limette. Das ist auch ganz gut, da müssen wir nicht noch irgendwas anderes machen. Und von Mr. Limette kommt jetzt noch der Saft dazu. Also presst da jetzt mal ordentlich mit all eurer Stärke den Limettensaft hier raus. Dann könnt ihr ordentlich was mitnehmen. Bisschen Säure, bisschen Frische. Richtig, richtig lecker. Zack. So, haben wir eigentlich da schon alle drin. Wir rühren mal durch. So, Freunde, das sieht fantastisch aus. Das riecht hervorragend. Wir schmecken jetzt noch mal ganz kurz ab. Asiatisch. Koriander kommt durch, Knoblauch kommt durch, Chili. Ist alles drin. Wie gesagt, Fischsoße ist Geschmackssache. Tastet euch da ein bisschen ran. So, das ist jetzt quasi unsere Marinade und gleichzeitig auch der Grundstock für unsere Pastasoße. Da kommen dann noch die Sprossen dazu, ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein bisschen Blödsinn und dann wird das richtig, richtig lecker. Ich glaube, jetzt ist Zeit für den Lachs. Tada. So, jetzt ist Zeit für unseren Hauptdarsteller, Freunde. El Lachs. Wunderschönes Lachsfilet. Guckt euch das an. Sieht super, super lecker aus. Das Gute an Lachs ist, der geht halt wirklich relativ schnell. Und gerade heute wollen wir den im Kern auf jeden Fall richtig glasig haben. Mutti ist den sogar fast roh. Da braucht er nur außen ein bisschen was abkriegen. Durch ein bisschen Rauch von den Räucherbrettern, also von den Zedernholzbrettern und die Marinade wird das eine richtig geile Kombination. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Marinade an den Lachs bringen. Macht das jetzt ganz unkompliziert. Ihr könnt natürlich pinseln oder wie ihr das wollt. Wir nehmen uns jetzt hier von der Marinade mal einen Schluck ab. Ja, so 3/4 ungefähr. Wir lassen uns ein bisschen was für die Pasta übrig. Zack, das haben wir jetzt hier drin. Und jetzt wird der Lachs mal, die Hautseite brauchen wir natürlich nicht, von der Seite einmal kurz mariniert. Zack, so, darf überall mal kosten. Und dann kommt er hier zur Seite und der wird dann auch noch mal ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde oder eine Stunde in den Kühlschrank wandern, damit das auch schön einziehen kann, Freunde. Also das alles mal fertig machen hier. Alle schön durchgezogen, die haben jetzt alle richtig was abgekriegt. Jetzt liegen die auf der Fleischseite quasi und gehen noch mal ganz schnell in den Kühlschrank. Wie gesagt, so für eine Stunde. Mal gucken, wir räumen jetzt hier mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, zack, Zeitsprung, Freunde. Weiter geht's mit unserem Lachs. Der hat jetzt eine Stunde Zeit, um schön was von der Marinade aufzunehmen. Das duftet hier schon fantastisch asiatisch und das wird richtig, richtig lecker. Hat schon ein paar Mal gesagt. Aber die Vögel geben mir auch recht. So, Gasgrill habe ich angeschmissen. Äußerst rechter, äußerst linker Brenner auf volle Hitze. Temperatur irgendwas 180, 230 Grad, irgendwie sowas. Lass die erstmal auflaufen, denn wir wollen Röstung bzw. Rauch rankriegen an unsere Bretter. Da gibt es jetzt, ihr kennt das schon, ne, verschiedene Theorien. Einige wässern die Bretter 2 Stunden lang, einige lassen sie trocken. Ich mach das mal so. Eigentlich reicht es, wenn ihr die trocken lasst, weil die sollen ja anfangen zu qualmen und geht deutlich schneller, wenn sie trocken sind. Also ich lasse die einfach trocken. Macht das, wie ihr möchtet. Jetzt drapieren wir unser wunderschönen Lachsschnittchen einfach auf den Brettern. Dafür habe ich hier noch ein paar Zwiebeln. Quatsch, Zwiebeln. Dafür habe ich hier noch ein paar Zitronen zum Runterlegen. Die sind jetzt optional, müsst ihr nicht machen. Könnt ihr aber. Das sorgt natürlich dafür, dass ihr die noch einfacher vom Brett abkriegt und ein bisschen Frische noch mit reingeht in die ganze Kiste. Wenn ihr welche habt, nehmt die. Wenn ihr keine habt, nehmt die nicht. Legt ihr euch so schön hin. Und da drapiert ihr euch jetzt eure Lachsstücken einfach wunderschön rauf. Das ist auch was für das Auge, ne, Freunde? Es ist was fürs Auge. Guck mal. So, zack. Ich mach das mal schnell. Guck mal. Auf der Seite hatte ich jetzt auch keine Zitrone mehr. Da hat jetzt Limettchen genommen. Die tun es dann auch, Freunde. Oder ihr lasst die weg. Aber das sieht ja auch ein bisschen schöner aus, ne? Nochmal kurz zu den Brettern. Ihr müsst die natürlich nicht nach dem ersten Mal benutzen wegschmeißen. Vor allen Dingen, wenn die nicht komplett durchgebrannt sind. Dann könnt ihr die Dinger auch 5-6 Mal benutzen. Aber benutzt sie dann bitte auch nur für Fisch. Alles andere wird ein bisschen komisch. So, Ruf auf den Grill. Ja, wie gesagt, rechter und linker Brenner laufen auf volle Hitze und guckt euch an, wie geil das aussieht. He? Super, super lecker. Und da gehen jetzt die Bretter schon mal einfach direkt rüber, über den Brenner. Zack.
Zack. Dann Deckel zu. Und jetzt warten wir darauf, dass die quasi anfangen zu qualmen. Denn wir wollen ja den Rauchgeschmack am Fisch noch mit dran haben. Und dafür müssen die von unten ein bisschen anbrutzeln und anfangen zu qualmen. Ich denke, so 4-5 Minuten, dann sollte das schon passen. Und ein paar Minuten später, ich denke schon, ich stehe im Wald. Es riecht hier unglaublich gut nach Zedernholz quasi. Und die Bretter haben angefangen zu rauchen. Guck mal. Oh, das ist das, was wir haben wollen. Ein bisschen Rauch, der sich um den Fisch hüllt. Und jetzt nehmen wir unser Brettchen, damit die nicht komplett verbrennen. Und schieben die jetzt quasi in die Mitte. Also rechter und linker Brenner sind ja an. Stellen wir jetzt hier wieder ein bisschen an. Schieben die in die Mitte rein. Komm, Freund. Zack. Brenner so auf Halbmast runtergestellt. Wir fahren ja immer noch im Raum quasi knappe 180, 200 Grad. Das reicht uns auch völlig aus. Und jetzt warten wir eigentlich nur darauf, dass wir eine Kerntemperatur, ja, Lachs macht das, was er wollt. Manche fangen bei 45 Grad an, andere möchten 50 Grad. Ich bin so irgendwo bei 48, 52 Grad. Und dann sind wir da auch gut. In der Zwischenzeit Nudeln kochen und dann machen wir die Ugle warm. Ah, jetzt ganz schnell zur Pasta. Zu unserer Asia-Pasta quasi. Wok auf dem Seitenbrenner. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt ein bisschen Öl drin. Denn wir wollen ein bisschen angebratene Nudeln haben. Die Nudeln sind ja vorher gekocht. Ganz normal. Und die kriegen jetzt mal ein bisschen Röstung. Ja, könnt ihr auch ein bisschen voller machen, den Wok hier. Mal kurz anknuspern. Zwischendurch den Lachs nicht vergessen. Also wir messen mal Kern kurz. Hier sind wir bei 43, 44. Ja, der ist gleich soweit. Oh, sieht das geil aus. Quasi der Lachs wartet jetzt auf die Nudeln. Ja, Nudeln haben leichte Knusperspuren. So wie ich es ausdrücken, so ein bisschen so leicht angebraten. Jetzt kommt unsere Marinade dazu, also der Rest von der Marinade. Den verteilt er jetzt noch schön unter die Nudeln. Braucht da auch nicht viel. Da ist so viel Geschmack drin, Freunde. Das ist unglaublich. Fantastisch. Zack. Wokken ist geil, Freunde. Hoch auf dem Gasgrill. Jetzt Zwiebelchen noch dazu. Ja, die Sprossen mit rein. Sind auch schön. Super, super schön. Gibt auch noch eine Farbe. Oh, zack. Zack. Einmal kurz unterheben die ganze Kiste und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Den Lachs gucken wir uns gleich nochmal an. Der ist dann auf Temperatur und dann Teller fertig machen und servieren und probieren. Hm? Oh, kickt euch das an. Sieht das fantastisch aus. Als letztes Finish noch ein bisschen was von unserem angerösteten bunten Sesam. Guck mal hier. Zack. Und ein paar Röstzwiebeln. Einfach dazu. Die bringen noch Crunch rein. Und das ist mein fertiger Lachs-Asia-Nudelteller. Hä? Sterneküche lässt wieder grüßen, oder? Jetzt mal mit der Hashtag Sterne-Bobby. Unten in die Kommentare. So, probieren. Tatsächlich, der Anblick, Freunde, alleine macht mich schon glücklich. Und das duftet hier. So, ich gehe jetzt mal hier in der Mitte durch und gucken mal. Oh, wunderschöner, glasiger Lachs. Löst sich perfekt von der Haut. Und jetzt mal ein bisschen mal drin den Kopf hier. Ein Butter-Chart. Ein paar Nudeln dazu. Ja, also mal wieder ein perfektes Sommergericht, oder? Wir müssen jetzt hier mal schnell weiter essen, glaube ich. Das ist nämlich sehr, sehr lecker und der Rest will hier hoch, was? Sehr, sehr geil. Super einfach. Was soll ich sagen, Freunde? Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like, über ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid, das war Bobby oder Asia Bobby 030 Barbecue mit Lachs und Pasta. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.